Howdy und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von The Forest mit Maggi. Hallo. Ja, wie ihr letzte Folge schon mitbekommen habt, es war ein fantastisches Ende. Wir sind in dieser Folge in eine Höhle geklettert. Mal wieder. Cool, ich habe ein Standbild. Geil, wow. Jetzt ja, geht's wieder. Bei mir hat das gerade auch sehr geleckt. Aber ich habe ja auch den Mauszeiger dabei. Begrüßt meinen Mauszeiger. Hallo. Damit kann ich Mickey schön im Gesicht... Schon wieder ein Lecker. Wo bist du denn? Da. Hier. Ja, hallo. Kann ich dir schön im Gesicht in der Nase pulen. Okay, bitte dich. Komm, los. Ja. Yeah. Das geht nicht. Ich kann nicht so nah an dich ran. Ja, wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt, das Ende war fantastisch und hat uns durchaus noch ein bisschen kleinen Schrecken eingebracht. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, da läuft ein Lurch. Ja, genau. Ich habe ihn verfehlt. Dass wir unser Lager erstmal rundrum fertig bauen. Erstmal was essen, würde ich sagen. Ja, ich mache gerade das Feuer an. So, und da oben ist noch nichts fertig, wa? Doch, ich habe jetzt schon zwei Sachen gegessen. Ach du Drecksack. Was habe ich denn? So, ich schmeiß noch mal ein bisschen Fisch hier oben rein. Oh, nichts in unserem Wasserkollektor. Das heißt, aus dem See trinken. Hast du mich gerade mit einem Stein abgeschmissen? Nein. Hä? Ganz da ist aber wieder ein Lurch. Zack. Sehr merkwürdig, aber jetzt sehe ich dich. Ah, siehst du? Neue Aufnahme. Da will ich doch gerade mal gucken, ob ich hier hochklettern kann. Ja, es geht. Juhu. Es geht. Komm wieder rauf, das ist ja fantastisch. Dafür habe ich so einen blöden Mauszeiger. Also, der nervt richtig heftig, ne? Dieser Mauszeiger. Also, ist nicht schön. Naja. Hast du noch Hasen hier reingetan? Ja. Okay. Weil wir 7 drin haben statt 6. Ich meine, letzte Mal, wo ich reingetan habe, 7. Ja, 7. Meinst du, die vermehren sich? Zumindest will ich es nicht ausschließen, ja? Ja, ich habe gar nichts mit. Ah, da ist noch. Ach, das ist die Headbomb. Na, siehste? Jetzt ist. Wir bauen hier erstmal zu Ende, würde ich sagen. Eins nach dem anderen, ja? Und da ist die Hasenfalle zugeschnappt. Ja, und du musst mal hier hinkommen. Ich kann kein Lurchfleisch mehr aufnehmen. Ist nichts drin. Schade. Lurchfleisch, ja, warte. Oh, doch, da ist ein Lurch. Ja, ich hab's gesehen. Egal. Aber hier liegt Fleisch, ja, das kann ich nicht mehr aufnehmen. Also, manchmal sehe ich die Viecher noch da drin, manchmal nicht. Ist immer so eine kleine Überraschungssache. Aber ich hab Hunger. Noch gar nicht Weihnachten. Ich schmeiß mir ein Lurch auf den Grill. Aber hier sind doch mega viele Sachen fertig. Halt. Ich kann hier nichts essen. Okay. Yay, weitere Alpha-Probleme. Eventuell. Aber ich kann hier nichts hinhängen. Doch, da ist so ein bisschen voll hier. Ach ja, die von da oben? Ne, ich kann nur noch mehr Blätter ins Feuer schmeißen, aber sonst passiert da nichts. So, es ist wieder ein herrlicher Tag. Ja, hoffentlich. Schön. Ah, jetzt kann ich essen. Ja. So, voll bin ich. Gehen wir eben noch so einen Schluck trinken, ne? Frisch. Verdammt, da muss ich an See. Hab ich ja frisch gestärkt in den Tag und mal wieder ein paar Bäume fällen, oder? Ich mach das an der Falle fertig. Was ist denn hier los? Was ist wohl los? Ich habe letztes Mal habe ich hier eine Brücke gebaut, aber die ist weg. Hast du die Brücke gebaut? Ja, ich habe die Brücke auf jeden Fall gebaut. Okay. Naja, dann bauen wir sie halt nochmal. Ach, alles etwas komisch hier. Ich werde da hinten mal die Mauer. Die Mauer, naja, den Zaun mal zubauen, wo die Falle ist. Damit wir da auch ein bisschen. Einen besseren Schutz haben, ne? Ja, das wäre ganz gut. So, dafür bräuchten 29 Loks. Dann fangen wir doch jetzt gleich erstmal an, ein paar Bäume zu fällen. Ja, das fröhliche Baumgehacke geht wieder los, ne? Aber bleibt nicht aus.
Du kannst nur oft genug sagen, es bleibt einfach nicht aus. So, dann fällt auch jetzt gleich schon der erste Baum, und zwar jetzt. Ja, beinahe war schneller. Ach. Obwohl, wahrscheinlich ziemlich gleichzeitig. So, ich glaube, ich fäll jetzt auch hier erstmal die Bäume. Und bleib stehen. Notfalls können wir noch in der Nacht alles aufbauen. Aber Bäume fällen in der Nacht ist immer ein bisschen blöd. Und ein bisschen gefährlich. Ja, gerade mit dir, du lockst sie ja immer an. Ich glaube, du warst der Kerl, der nachts immer die Bäume abholzt, oder? Nein. Oder täusche ich mich da gerade? Ich glaube, da täuschst du dich. Fräulein. Ja. Sei nicht frech. Bin ich nie. Oh, ich hab nur noch... Oh, ich hab mein letztes Getränk getrunken. Das ist doof. Wir müssen gleich mal wieder Koffer öffnen. Koffer? Ja, wir können gleich zu dem... zu dem Lager gehen. Da müssten ja die Koffer eigentlich wieder... ja, verschlossen sein. Ich hoffe, dass sich der Bug geklärt hat. Welcher Bug? Ja, letzte Folge konnte ich ja nur irgendwie Tücher daraus gewinnen. Also Kleidung vielmehr. Ach so. Das war schon sehr merkwürdig. Ich sehe es gleich schon. Ich fälle hier so viel. Was war das denn? Ich glaube, der hat mich getreten. Wer? Der Lurch. Ein Lurch? Nein. Der wollte den Baum hochklettern. Ich habe gleichzeitig zugeschlagen und bin erstmal weggeflogen. Okay. Den nehmen wir noch mit. Darüber. Energie wurde mir da nicht abgezogen. Ich meine, ich hatte auch letztes Mal mehr Rüstung. Oder entweder die haben hier wieder was geändert. Oder ich habe keine Ahnung. Rüstung, genau. Ich hatte da auch irgendwie Lizard Skin. Mit was kann ich die combinen? Wie ging das? Mit weißt Blättern. Das? Mit Blättern. Ah ja. So. Und dann kann ich die auch anziehen, ja? Okay. Richtig. Was sie jetzt, glaube ich, geändert haben, sind die Pfeile. Die konntest du vorher einfach so anzünden. Jetzt musst du die noch in Alkohol tränken. Ja, das macht... macht Sinn, ne? Oh, bedingt Sinn. Ich meine, Holz brennt auch. Zwar nicht so gut, ganz klar. Und würde auch eher verkohlen, denke ich mal. Hm. Ja, okay, doch. Ich bin bereit zuzugeben, dass das Sinn macht. So, da noch einen und hier. Und dann wäre die Brücke auch schon wieder halb fertig. Ja, das finde ich nicht schlecht. Eben, als ich unten hingeguckt habe, waren es, glaube ich, noch 33 Loks, die wir gebraucht hatten. Bevor meine Mauer da hinten fertig war. Ja, jetzt aber haben wir 65. Schön. Ach so, hä? 33? Hä? Ja, jetzt brauchen wir noch 65. Ja, aber du hast gerade... Bevor du deine Brücke da... Konstrukt gezeichnet hast. Ja, man muss natürlich immer was zum Bauen haben, sonst wird es irgendwann langweilig. Naja, wenn wir uns dazu entschließen sollten, wieder in der Höhle zu gehen, wird es nicht so schnell langweilig, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, stimmt. Wir können ja auch mal andere Höhlen ausprobieren. Wie gesagt, ich habe ja immer noch diese Headbomb im Gepäck. Ich würde das eigentlich gerne testen, ob das funktioniert. Ja, dann geh doch dahin. Das war gleich hier am eingeborenen Dorf nebenan. Ich weiß. Das mache ich jetzt, nachdem ich diesen Baum hier verwurstet habe. Ja, sag mir aber Bescheid. Ich möchte das auch gerne mal sehen. Ich weiß nicht mal, ob das funktioniert. Aber okay, ich kann mal eben da hingehen. Ja, warte, ich folge dir gleich nur noch hier. Ja, so, du brauchst ja eher noch so ein bisschen... Richtig, ich brauche ein paar Drinks und hier ein paar Snacks auch noch. Sehen, was man sonst noch da findet. Dann lasse ich dir auf jeden Fall schon mal die Koffer da. Also mein Inventar ist wirklich leer. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, es war letztes Mal halt ein bisschen voller. Wo waren denn die Seiten? Aber die Koffer sind bei mir alle offen. Ernsthaft? Ja, ich kann auf keinen Koffer draufhauen. Die sind alle offen. Bei mir sind die alle zu, aber ich guck mal eben nach. Ja, tatsächlich auch nur Close drin. Aber liegen hier irgendwo auf dem Boden vielleicht noch Energieriegel oder sowas rum?
Manchmal, aber halt nicht immer, ne? Okay. So, hier war das Ding, ne? Genau, und jetzt gucken wir mal. Ich nehme mal die Kopfbombe in die Hand. Aber... Kannst du die nicht irgendwie zünden und... Die... Ich kann die schmeißen zumindest, ja, aber auch nicht allzu weit, so wie es ausschaut. Ja, versuch die doch mal da drauf zu schmeißen. Okay, los geht's. Ah, ah. Nein, die rollt! Nein! Ah. Aber es ist aufgegangen. Wow, und wir haben Holz. Das war eine Explosion. Und ganz viel Holz, ja? Ja, lass mal erst das Holz rüberbringen. Und was hat mir das jetzt gebracht? Was? Ich habe hier was aufgesprengt und nichts passiert. Wieso? Hä? Du kannst doch jetzt da rein, oder nicht? Nein, da ist nichts offen. Bei mir ist da was weggeflogen, muss ich gleich mal nachgucken. Ja, bei mir ist auch was weggeflogen, ja. Aber geöffnet hat sich da nichts. Da ist einfach nur, ja, so eine Delle im Boden, wenn ich mal so will, ne? Haben die uns etwa verarscht, die Entwickler? Möglicherweise. Eine Verschwörung. Galileo Mystery. Ayman Abdallah. Oh, ich muss mal eben was trinken. Rein damit. Ja, trinken. Nein, trinken muss nicht, muss essen. Ich brauche Energie. Nein, das kann ich nicht essen. Ja, guck, du bist ja gerade da drüben. Guck dir das mal an da. Ja, ich untersuche das mal. Die Mistbusters. Nein, nicht die. Aber das wäre doch eine super Folge für die Mistbusters. So. Ja, da ist eine Delle. Ich weiß ja nicht, ob wir da vielleicht nochmal eine reinhauen. Hast du noch eine? Ich dachte, ich habe zumindest noch ein Explosive, also ich könnte noch eine machen. Dann mach mal eine und schmeiß sie nochmal da rein. Ja, dafür brauche ich noch einen Kopf. Weißt du, was wir gerade mal eben machen? Wo bist du? Ich bin direkt neben dir. Ich bin direkt neben da. Dir. Lass kann mich doch mal eben gucken. Ich kann den nicht werfen. Ich kann ihn noch nicht fallen lassen. Locksled war das, ne? Womit wir die Sachen durch die Gegend schieben können, oder? Ja, das ist diese Schubkarre. Genau, dann lass uns doch mal schnell eine hier hinbauen. Hast du zufällig noch ein paar Sticks? Ja, aber das war's. Verdammt. Dann... mal schnell so ein paar Sticks sammeln. So, ein Stick ja. Brauchen wir noch. Hab ich. So. Aber du kannst auch nur 7 da reintun, ne? Das, ja, und aber wir haben hier, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, das kann sein. Aber ist ja trotzdem schon mal nicht schlecht, wenn man schon mal 7 darüber kann. Da hinten, ne? Ja. Wieso fällen wir eigentlich immer Bäume? Wir können die doch auch einfach wegsprengen. Ich fahre die mal kurz darüber. Willst du dich vielleicht draufstellen? Geht das? Ich glaube nicht, oder? Probier mal. Von der anderen Seite, da ist ein bisschen, das ist nicht so hoch. Oder mit weniger Gewicht. Ja, und? Nö. Nee. Das hilft nicht. Ich lauf so. Du bist sowieso dann viel schneller. Ja. Aber die sind ja auch sehr schwer, also. Es ist übelst lustig, hier mit einfach rumzufahren. Weil du hast einfach mal, ja. Es steuert sich wie ein Obi-Einkaufswagen. Nämlich gar nicht. Okay, so ganz, wenn du dann noch rankommst, laufe ich noch einmal zusätzlich. Steuerung. Ein Obi-Einkaufswagen. Ja, du musst die einfach umdrehen immer. Weil die haben ja vorne. Okay. Ja, also die haben ja einen Griff. Und bei dem Griff hinten, da ist quasi die Lenkung der Räder. Okay. Und vorne sind die Räder ja starr. Oh, ich bin schon wieder total erschöpft. Ja. Boah, die Loks sind ganz schön weit geflogen, ne? Ja, sollten wir öfters mal so machen. Einfach mal was eine da Bombe reinsetzen. Bauen und mitten in den Wald werfen. Mhm. Das Problem ist, da ranzukommen immer, ne? Warte mal, da fällt mir doch gerade was ein. Wo rankommen? Da war doch, als wir das letzte Mal in der Höhle waren, da war doch ein Laptop direkt nebendran. Vielleicht ist da ja wieder spawned. Ja, ich hab den ja nicht gesehen, den hast nur du gesehen. Ne, ist auch nicht hier, leider.
Wenn, dann waren die in der Flugzeugkanzel. Ja, das auch. Hier liegt noch eine Flair rum. Da könnten wir ja dann auch nochmal hin. Ja, weißt du noch, wo die war? Habe ich nicht eine Markierung gesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du hast nur die Markierung für den Rumpf hingesetzt, oder? Das kann natürlich sein. Das klingt sehr stark nach mir. So halbe Sachen machen. So, dann sammeln wir jetzt nochmal die letzten Bäume hier ein. Das ist echt schade, dass man... Ich dachte, da kann man jetzt in eine Höhle rein. Das hätte auf jeden Fall was gehabt. Vielleicht ist die Höhle ja auch noch nicht fertig, oder... Oder die wollen halt nicht, dass man da reinkommt. Oder du musst cheaten. Oder du brauchst einen kleinen Penis. Obwohl, da würden wir ja reinkommen, ne? Ja, wahrscheinlich. Die Hasen sind so toll. Wie sie sich einfach synchron bewegen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. So, jetzt habe ich die Schubkarre wieder voll. Und hier liegen immer noch welche rum. Bin auf dem Weg. War doch nicht so eine schlechte Idee, die Schubkarre hier zu bauen. Ja, ich habe eine gute Idee gehabt. Juhu. Aber ich will hier rein. Warum sage ich das freiwillig? Ich will da nicht rein. Nee, nee, hab da falsch verstanden. Auf gar keinen Fall. Warum? Ach, ich hab mir gedacht, ich will die lieben Bewohner dieser schönen Insel nicht weiter mit meiner Anwesenheit belästigen, ja. Also, darüber hinaus, ich glaube auch nicht, dass wir dieselben Interessen haben. Das wäre ganz merkwürdig, wenn ich beim Abendessen bei denen sitzen würde und nichts zu sagen hätte. Du hast ja auch nichts zu sagen, weil du dann im Kochtopf sitzt. Ja, nicht solange ich mich wehren kann. Okay, lassen wir das. So, jetzt habe ich die Loks auch hier. Und wir bauen mal nicht, hier. Nicht alles. Zumachen, nicht zumachen! Doch. Okay, ist ja nicht so weit. Nicht zumachen. Ich habe keine Loks mehr und ich brauche was zu essen. Und es regnet. Also, ich finde den Regen immer wieder faszinierend. Weil, ne, man guckt einfach so durch die Gegend. Man würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es regnet. Man nach oben. Wo soll es da regnen? Da sind 3 Wolken, 4 Wolken vielleicht. Direkt, wenn man hochkommt, ist die Sonne. Vielleicht wurde es ja auch nur gemalt. Keine Ahnung. Ja, es ist alles oh, stimmt. Die Treppe sollten wir auch mal fertig bauen. Deswegen sage ich nicht zubauen. Hättest du das mal eher gesagt, dann hätte ich trotzdem zugebaut. So, ich komme ja wieder mit der Schubkarre an. Vielleicht finden wir ja da noch ein bisschen was. Achtung, hinter dir! Ja! Wir haben nicht gegen Tag. Den Baum! Nicht gegen den Baum! Lass du mich! Du schiebst mich weg! Ja, okay, komm hier. Dann fahr du die ich Scheiße. Ich will nicht. Jetzt zu spät. Ah, dieser Mauszeiger, ne? Das ist. Der Mauszeiger ist echt störend. So, das kann ich. Warum esse ich eigentlich was? Ich habe gar keinen Hunger. So, noch ein wenig Stoff. Hier ist noch ein Baumstamm. Das waren dann aber auch so die letzten Baumstämme, ne? Was wird denn da stehen? Ja, viel ist da nicht mehr. Sonst sehe ich nämlich keinen mehr. Wo bist du denn jetzt mit deiner Schubkarre? Ich bin beim Lager. Ich bin beim Lager. Was? Du bist. Nicht bei unserem Lager, sondern bei dem. Ne? Hier hängt noch einer rum. Ein Baumschnuggi. Oh, da ist Wasser drin. Wo ist Wasser drin? Da fließt Wasser rein. In das Loch, was wir gesprengt haben. Was du gesprengt hast. Das muss ich mir angucken. Ach, wegen dem Regen jetzt, oder was? Ich denke, aber es läuft irgendwie komisch ab. Ich glaube, da ist ein schwarzes Loch da drunter oder so. Ja, wenn wir Glück haben, müssen wir vielleicht wirklich einfach noch einer da reinhauen. Ach, hier ist noch einer. Im Haus. Nein. Gibt tatsächlich nur Kleidungsstücke daraus. Ich krieg gar nichts daraus.
Das ist nicht besser. Das stimmt. Also es ist genau genommen sogar schlechter. Die Seile hängen jetzt nicht noch zufällig irgendwo. Was war das? Nein. Nö, okay. Ein paar Kleidungsfetzen. Und warte, war da ein Sticky irgendwo? Doch, kein Sticky. Ne, ansonsten ist hier glaube ich tatsächlich auch kein weiterer Lock. Ne. Nö. Alles klar. Steine kann ich nicht mehr aufnehmen. Und eine Lichtung. Und wo sind wir? Ja. Ich weiß gar nicht, wo du gerade steckst. Ich auch nicht. Ich stecke auf einer einsamen Insel. Okay. Ist schön da? Nee, gerade nicht. Ist ein bisschen karg. Ach, da. Ich bin am Flugzeug. Ach so. Also nicht am Flugzeug, sondern an der Kuppel. An der Kanzel. Ja, perfekt. Dann guck doch mal, ob du da mal ein paar Circuit Boards kriegst. Das war mein Plan. Yeah. Oh, eine Höhle. Na, pfui, nicht da rein. Lass dich jetzt nicht ablenken. Naja, das war die Höhle da, wo wir, glaube ich, schon mal drin waren. Wo ich runtergefallen bin. Ah ja, die schöne Höhle des Verderbens. Ach ja, genau. Du bist da drin gestorben. Nein. Das kann mir keiner beweisen. Doch. Nein. Schaut auf meinem Channel nach, bei mir gibt's das Video immer. Nein, das glaube ich dir nicht. Ich glaube, ich tag das einfach noch mit. Hier ist Niki gestorben. Obwohl, das wären dann schon wieder viel zu viele Videos, die ich so taggen würde. Ich will. Nicht nett. Ich weiß. Nein. Aber durchaus verständlich. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ja, hier gibt's Elektronikteile. Perfekt. Genau das brauchen wir. So. Okay, ich glaube, ich habe hier. Und nochmal. Schnell was essen. Oh, das tat gut. Wow. Das ist echt schön, ne? Die Flare Gun kannst du so oft nehmen, du schmeißt sie nicht einfach nochmal hin. So, was braucht man jetzt alles für eine Bombe? Man braucht das Circuit Board. Ja, warte, ich muss mal kurz an Land schwimmen. Man braucht das Circuit Board. Ja. Und dann braucht man Münzen, ne? Wo habe ich denn Münzen? Münzen. Da habe ich Münzen. Genau. Okay. Man braucht Alkohol, den ich nicht habe. Und eine Uhr, ne? Oder sowas. Genau, genau, genau. Ja, eine Uhr und Alkohol habe ich leider nicht. Das heißt, ja, okay, dann kommst du gleich einfach rum. Wir müssen in eine Höhle gehen. Du kommst gleich einfach rum, würde ich sagen. Und gibst mir das. Oh, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Und hier ist nämlich eine Höhle. Lass das. Nee, ich will da kurz rein. Da war irgendwas Tolles. Problem ist. Hä? Die war doch hier irgendwo. Ach, genau, hier. So, dann gehen wir mal kurz rein. Und es ruckelt. Und, ja. Ich verstehe diese Käfige einfach nicht. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Ja, ja, bei mir ist es gerade wahrscheinlich weniger spannend als bei Maggi. Weil ich einfach nur irgendwelche Steine von A nach B trage. Das Problem ist, was ich habe so ein bisschen Schiss, weil es ist ja auch noch Dämmerung. Naja. So, hier sind nämlich auf jeden Fall Köpfe, oder was ist das im Wasser? Nein, es sind Herzen. So. Herzen. Das klingt auf jeden Fall einladend, muss ich sagen. Ja. Das Ding voll. So, was haben wir denn hier? Nee. Okay. Ja, so langsam dämmert's, hast du recht. Sticky. Aber mehr gibt's hier auch irgendwie nicht. Oh, das hört. Scheiße, hier gibt's gar nicht so viel in der Höhle. Weil hier muss man nämlich einen Abgang machen, um runterzukommen. Da weiß ich allerdings nicht mehr, ob man auch da hochkommt. Dann lass es lieber und komm zurück. Nee.
Ja, irgendwo muss die ja dann wieder, muss man ja wieder rauskommen, ne? Ja, zumindest wäre das, sagen wir mal, wünschenswert. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wie ich da runterkommen soll. Ich glaube, wenn ich da jetzt runtergehe, bin ich tot. Aber sonst immer renn du in dein Verderben, ja. Ich werde mich da nicht drum kümmern, aber mecker nicht. Wenn es dann heißt, hier, ich bin tot, ne? Das will ich dann nicht hören. Ja. Ich glaube. Da unten ist ein Seil. So, ist natürlich wunderbare Nacht. Wollen wir nicht mal wirklich da runter gehen? Also ich bin gerade im Lager. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Naja. Warum esse ich was? Egal. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schöne Nacht gerade. Ich würde ungern jetzt noch vor die Tür. Okay. Vor allen Dingen gehe ich jetzt einfach mal aufs Baumhaus drauf. Und verabschiede mich dann. Du verabschiedest? Okay, dann verabschiede ich mich auch mal. Und ob ich jetzt... Speichere noch schnell eine Runde. Da runter... Da hinten liegt ein Energy Drink. Ich muss da hin. Komm ich da hin? Scheiße. Ob ich jetzt da runter gehe, erfahrt ihr dann einfach in der nächsten Folge. Ich diskutiere das jetzt noch ein bisschen aus. Wenn ich hier so weitermache, fliege ich bestimmt auch von alleine darunter. Und sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal und lasst's gut gehen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.